Hallo, willkommen zu einem Skirmish-Spiel von Age of Mythology Retold. Die waren so nett, die Entwickler haben mir einen Key zugeschickt, dann kann ich es einen Tag früher spielen, aber die meisten haben ja eh schon in der Beta, glaube ich, gespielt, oder? Die Interesse hatten. Morgen ist Early Access Release, also heißt für, wenn ihr das vorbestellt habt, ja? Dann könnt ihr 7 Tage früher spielen, 7 oder 8 Tage, irgend sowas. Aber morgen auf jeden Fall. So, ich kann leider kein Multiplayer spielen, weil, ne, ist ja, wie gesagt, ein Tag zu früh. Wir sind keine Mitspieler. Ich habe schon eben ein bisschen mehr geübt mit Hades. Beim letzten Mal habe ich Poseidon benutzt. Also Poseidon, der geht wohl ein bisschen auf Pferde, habe ich mir sagen lassen. Wir können nochmal Hades machen. Ich war ganz zufrieden mit Hades tatsächlich. Der hat halt so eine Sache hier unten, ne? 20% Chance für Fallen Humans Return Shades. Also, wenn Soldaten sterben, dann kommen halt Shades. Ich weiß nicht, ob es wirklich 20% waren, aber auf jeden Fall hat man da diese Shades, was eigentlich auch Soldaten sind, ja. Was immer ganz angenehm. Das heißt aber, dass der Gegner im Prinzip schon weiß, dass er anti-mystisch bauen muss, wenn er Hades wahrscheinlich spielt. Ich weiß nicht, wie gut das für Multiplayer nachher ist, ne? Genau, ansonsten haben wir hier Ranged Soldiers. Ein bisschen mehr Range drauf. Pitchforks. Ich glaube, viel wichtiger als diese Boni, die hier stehen, scheinen im Moment die Götter zu sein. Hier unten, also man kann jeder Ära, kann man halt einen von zwei Göttern auswählen. Die geben einem eine mystische Einheit und einen Zauber dabei und Upgrades. Und ich glaube, damit kann man viel flexibler irgendwas entscheiden nachher im Spiel. Und bei Hades hat man, also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich glaube, Hades ist ein Teamspieler. Der hat halt nachher so ein Ding, so ein Tunnel in der Unterwelt. Da kann man halt sich von einer Ecke zur anderen buddeln über die Map. Und das ist, glaube ich, eine ganz angenehme Tüte. Ja, keine Ahnung, machen wir hier so eine große irgendwas mal. Ein bisschen Wasser. Also sonst lassen wir das nicht. Ich will so eine Galeere mal drauf haben, oder? Haben wir irgend so eine Meer-Map? Genau. Das ist ein bisschen viel. Da kann man, glaube ich, auch mal so ein Bötchen fahren. Genau. Wir sind dann Hades. Und wir machen das gegen Ra. In der deutschen Mission heißt der Reh. Frag mich nicht, was jetzt der richtige Name von den Kameraden ist. Ich kenne auch nur Ra eigentlich. Genau, also gegen Ra machen wir das. Hades gegen Ra. Genau, ich glaube, Standard ist ein bisschen einfach. Kann auch nur Attacker, Defender und Standard machen. Okay, man kann gar nicht einstellen, wie schwer die KI ist. Ich dachte, das wäre Schwierigkeitsgrad. Ah, das könnte Schwierigkeitsgrad sein. Also Standard ist dann easy, oder was? Dann machen wir moderat. Weil Standard habe ich eben gespielt, das war irgendwie leicht Brain AFK. So, ansonsten hier vorne Military Auto Queue. Genau, da kann man diese Auto Queues an- und ausmachen. Da gab es ja Streit im Forum schon drüber. Die Frage war halt, ob Auto Queue Skill ist. Ja, also man kann viel automatisieren im Spiel, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Ich zeige mal gerade, was das ist und zu der Diskussion zwei der Wörter. Ne? Hier oben kann ich jetzt einstellen, dass sie zum Beispiel die Arbeiter verteilt werden und das ist manchen schon zu viel. Dass man hier nicht mehr draufklicken muss und mit Rechtsklick das automatisch erstellen kann, es anderen Leuten auch schon zu viel. Für Soldaten gilt das ebenfalls. Ich würde argumentieren, dass das sinnvoll ist, weil ich mich dann auf das Strategiespiel konzentrieren kann. Heißt also aufs Kämpfen, auf die Einheiten bauen, auf die Kriegsführung, ne, solche Geschichten. Andere sagen, dass dadurch der Skill-Level einfach jeder Trottel da spielen kann. Ja, es hat auf jeden Fall mit Skill zu tun, weil manche wollen das auch das abstreiten, dass nichts mit Skill zu tun hat, diese Klickgeschichte. Also schon mit Skill zu tun, schnell zu klicken und den richtigen Rhythmus zu haben und so weiter. Die Frage ist halt, ob es ein, haben wir hier die Für dich. Nahrung, da das Gold und wir brauchen auf jeden Fall das Holz. Das würde ich da oben abbauen, weil die das da zu dem Gebäude bringen können, das ist Gold und Holz. Genau. Hat er eben richtig gebaut? Ja. Genau. Also ich würde schon sagen, es hat auch mit Skill zu tun, keine Frage, ne? Mit diesen Cues und so weiter. Aber das ist halt eher so ein mechanischer Skill als wirklich ein Strategieskill und damit denken, was nicht alles. Und von da bin ich sehr zufrieden damit, dass man das automatisieren kann. Und das jetzt zum Beispiel das erste Zeitalter verteilen ja automatisch die Leute. Und selbst da muss man ja gucken, dass man das richtig macht. Man muss das nicht nur richtig einstellen, sondern die verteilen die Leute dann die ganze Zeit auch sehr sinnbefreit und muss diese Gebäude nachbauen und also muss ja schon hinterher sein. So, hier, was kann Hades? Hades hat jetzt dieses Ding hier vorne. Wenn ich das mache, kann ich so Statuen aufstellen. Nur nicht da, weil da saß ein Weg liegt gerade. Kriege ich weniger. Das sind so Defense-Türme im Prinzip. Die bleiben aber den Rest des Spiels stehen, bis sie kaputt gemacht werden. Ich kann die auch beim Fortress von mir aufstellen. Das heißt, wenn ich einen Fortress in die Map da oben hinbaue, kann ich ihn da hinstellen. Oder beim Mitspieler hinstellen. Deswegen sage ich, dass er ja ein Teamspieler ist. Und später hat er so einen Unterwelttunnel. Dann kann ich mich von einer Seite der Map zur anderen tunneln, was auch wieder für Teamspiel da ist. Also Hades kann man vertrauen. Das ist ein Teamspieler. So. Ich kann noch weiter reinzoomen, wenn man möchte. Sieht es ein bisschen besser aus vielleicht. Ich zoome ganz gerne raus wegen der Übersicht. Es gibt witzige Knöpfe, da kann man hier die Schafe hinbeordern, alle Livestock. Ne? Soll da hingehen, was ich bisher. Ich
überzeugt habe. Also Kühe und Schafe können das. Hühner und sowas ist zu doof dafür. Die können das nicht. So, Petrostagma, da ist mein Scout. Vulome, Pani, Genau. Also immer gucken, ob man so ein Vulome, paar Schafe Pani, erbeuten kann. Ist aber nicht wie Vulome, bei Age of Empires Vathos. 4, wo man im Prinzip das ganze Early Game um die Schafe macht. Aber wenn man die dann hier findet, kann man die mit einem Knopf eben ranholen. Also es ist viel Vereinfachung von der Steuerung. Packt die aber jetzt da vorne hin, weil die hier schon arbeiten, die Jungs. So, Materialien gucken, ein bisschen viel gelabert, ein bisschen wenig gemacht. Kann man das hier alle schlachten? Man muss immer so gucken bei diesen. Es gibt halt Wildtiere, das wäre ein Wildtier, ja. Super gemacht, jetzt der weg. Toll, Chris. Und es gibt diese Kühe und Schafe und so weiter. Hühner komischerweise nicht. Die kann er nicht steuern. Aber die könnt ihr halt einmal steuern und zum anderen. Jetzt gibt es einer auf die Fresse. Und zum anderen wachsen die mit der Zeit, ne? Also sie mehr Nahrung bringen, sonst wollt ihr die später ausschlachten. Genau, ich habe es vergessen, Hütten zu bauen, weil ich ein absoluter Profi bin. Da könnte man theoretisch eine Mauer mitbauen mit den Hütten. Ihr könnt nur eine gewisse Anzahl von Hütten im Spiel bauen, also in so einem PopCap. Und wenn ihr mehr haben wollt, dann müsst ihr hier vorne so Dorfzentren drauf bauen. Kann man das PopCap erhöhen. Bauen wir nochmal weiter ran, damit es schneller geht, das Ganze. Ich verteile die Arbeiter jetzt einfach, ne, selbstständig da oben nach diesem Ratio, damit man optimal aufsteigt. Man braucht vorher noch einen Tempel und man braucht dafür auf jeden Fall Gold. Also der Aufstieg kostet kein Gold, aber der Tempel kostet Gold. Ich glaube, ich habe genug Holz inzwischen. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt umstellen, aber wir brauchen natürlich ein bisschen mehr Gold. Nahrung holen die ja. Petrostagma. Genau. Immer wieder mal gucken, ob wir so ein Schaf geholt haben. Ich habe es jetzt nicht gesehen auf der Map. Dann gehen wir zurück, aber ich will die Schafe von der Map holen. Ich will aber gleich mal ein Schiff bauen. So, jetzt könnten wir hier diese verbessern, die Tierchen, aber ich weiß nicht, ob sich das für die paar lohnt. Also, Holz wird geholt. Genau, da haben wir wahrscheinlich schon zu viel Holz, aber könnt ihr hier genau unseren Tempel bauen. Schön ins Freie. Tecton. Und danach geht es dann hier weiter. Fritomos. Ethnos. Kannst ja schon mal hier in die Bärchen angucken. Petrostagma. Da, ich habe noch eine Kuh gefunden. Kann man die auch zum Dorfzentrum schicken? Ich kann der Kuh sagen, die soll ein Gebäude bauen. Ha! Ist ja egal. Da ist ein Relikt. Die Relikte, ich weiß gar nicht, ob die Ressourcen sammeln. Bisher glaube ich nicht, aber die geben Effekte. Ne? Also das Ring of Nibelung zum Beispiel. Und der bringt. Okay, der bringt Gold. 0,5 pro Tick, also pro Sekunde ist das vermutlich mal. Können wir die Tierchen dahin bringen? Irgendwann kann man die nicht dahin bringen, egal. So, was machen wir hier? Ares oder Athena? Also, die ist eigentlich ganz straightforward hier vorne, ne? Mit dem Heal und die Einheiten unterscheiden sich, glaube ich, kaum da. Bei denen hier mal ein bisschen Dread und so weiter. Ja, wir machen nochmal Athena. Jetzt können wir hier vorne ein paar Leute beten lassen, damit die diese Stratios, Punkte hier hochbringen, unsere göttliche Macht. Die knien dann davor und beten. So sieht das aus. Der hackt einen Baum. Okay. Nächste Kuh. Soweit so ruhig. Wir warten jetzt auf den Tech. Nichts zu tun, die Prostagma, Freunde. ne. Ja, was brauchen wir als nächstes? Wir haben eine Menge Ressourcen gerade über. Ich würde das gerne mit dem Wasser mal versuchen, weil ich da Tecton. keine Spielerfahrung mit habe. Müssen aber Ethnon, wahrscheinlich nicht alle hinlaufen, Vulome. ne? Genau. Und das Ding können wir wahrscheinlich nachher umstellen dann. Ich würde es jetzt einfach mal auf None stellen, weil wir kommen auch sicher so damit klar. Einfach mal Gold fokussieren. Wir haben ja oft so mit der Tech-Geschichte, dass das ganz gut läuft. Doch die Nahrung nochmal holen, obwohl ich das vielleicht gar nicht brauche mit dem Ding. Noch nie benutzt die Docks. Noch nie benutzt. Aber so eine schöne Galeere, da kann man sicherlich viel falsch machen. So, neues Zeitalter. Das war von Athena dann dieser Held, den man da quasi bekommt. Oder Held ist das falsche Wort. Das ist eine mystische Einheit. Held wäre nochmal was anderes. Jetzt kann ich hier einen Helden holen, der kann dann Artefakte einsammeln. Das machen wir dann auch als nächstes. Ich glaube, auch mal pronto den Artefakt. Macht ihr das parallel? Ah, die machen das parallel, okay. Hier ist ein Scout, können wir auch mal einen machen. Kuh. So, wie geht das jetzt mit dem Bötchen? Könnt ihr das da reinbringen dann? Gleich mal gucken. Also, ich will jetzt mal so ein Fischerbötchen haben. Da ist Fisch.
Trireme, Juggernaut, Pentakonta, Transportschiff, Siege, Good Against Buildings, Get Transport Units. Aber es ist ein Aeroship, also darum geht es jetzt hier. Dann kann ich da vielleicht eine Patrouille auf dem Wasser machen. Und ansonsten bauen wir jetzt einfach die Dinger, um das Ganze auszuschlachten. 100 Fisch klingt nach ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, um das zu rechtfertigen, aber hey. So, genau. Also die können offensichtlich da oben das nicht abgeben, von daher machen die jetzt hier immer weiter. Wir brauchen Popcap wieder. So ein bisschen bauermäßig anbringen. Müssen jetzt nicht alle dran bauen. Marktplatz. Schmiede. Den auf Scouten schicken. Den Pegasus. Genau, ich will eigentlich beim Relikt stehen, dass wenn er das mitnimmt, dass er einen auf den Sack kriegt. Genau, hier, das ist so eine Fähigkeit von Ra, glaube ich. Dann, der schafft Sicht für die. Jetzt ist mal da oben hin, dann haben wir auch Sicht. Genau, jetzt wollte ich das als Patrouille hier irgendwie definieren. Einfach um es mal zu üben. Garnison Patrouillen Era. Ja. Wie geht das? Er sagt dir Unit to Patrol an Area. Muss man da nicht zweimal draufklicken? Ich denke mal, der wird jetzt von unten nach oben fahren die ganze Zeit. Aha, Krieg. Okay, time to go. Genau, was ist das für ein Relikt hier vorne? Staff of Dionysus. Villager Renate Hit Points at Regeneration Rate. Klingt jetzt auch nicht nach einem wichtigen Teil, ehrlich gesagt. Ich habe eine Kuh gefunden. Let's go. Okay, so Gebäude stehen. Genau, das könnte man Handel machen. Das kann man zwischen Haupthäusern und Marktplätzen machen, wenn man möchte. Lass mal hier. Genau, hier steht er jetzt alle so komisch. Das ist unser Held, der kann mal so ein Relikt holen. Die werden weiß angezeigt. Was ist das da oben für eins? Egal, ist jetzt meins. Weil die anderen sind nicht sinnvoll. Ein Jar. Infantry Train Faster. Ja, das ist doch eine schöne Sache. Da kann man sich ja nicht viel verkehrt machen. So, wir müssen gleich Felder hochziehen. Das machen wir gleich auch. Jetzt machen wir erstmal Infanterie. Das ist ja nicht verkehrt, wenn wir die haben. Der pumpt weiter Einheiten. Ja, lassen wir hier vorne die Dinger machen. Die sind ja schön gewachsen. Jetzt schlachten wir die aus. Und wenn das weg ist, dann machen wir die Felder anlegen. Genau. Mal hier die Text verbessern. Für die Felder gleich. Ich könnte natürlich auch das noch ausschlachten. Aber ich glaube, ich gehe dann. Ja, wobei es eigentlich dumm ist, schon Felder zu gehen, ne? Ich habe eh genug Nahrung hier, wenn ich das richtig sehe, die Fischerboote. Die Frage, wie das mit dem Überfischen hier vorne ist. Ich mache die jetzt mal aus. Ich wollte nur mal so ein Bötchen sehen. Juggernaut. Einfach nur, wie es aussieht. Hetimos. Da läuft mein Relikt. Genau. Artillery Range gebaut. Infanterie wollte ich eigentlich haben. Copper Shields. Leje, ne. Hab mich verdrückt. Ich wollte eigentlich Infanterie gebaut haben. Egal, Arthur ist ja auch gut. Dann bauen wir die vorne hintereinander. Gleich ist Gold alle. Dann müssen wir expandieren. Minotaurus verbessern. Hier müssen wir mal gucken, was der Gegner macht, ne? Damit wir hier sinnvolle Entscheidungen treffen können. Also der Gegner hat irgendeine Art von Fernkampf hier haufenweise. Budgets. Jetzt versenkt er alle meine Bötchen. So, das ist ja ein Fernkampf, ne, hat er gesagt. Aeroship, gut against close combat ships, aber es ist halt Fernkampf. Ich weiß nicht, welches davon besonders gut gegen das Fieder ist. Der versenkt mir die jetzt auf jeden Fall. Okay, also, wir bauen auf jeden Fall jetzt hier Bogenschützen. Ich glaube, wir müssen die da bauen. Die sind gut gegen Fernkampf. H3, gut, dann bauen wir die weiter. Und dann einfach mal einen Nahkampf davor. Und hoffen, dass das funktioniert. Brauchen wir da Holz? Okay. Genau, einfach mal hier vielleicht nochmal ein bisschen Tekken dabei. Ja, der versenkt halt jetzt hier vorne ein bisschen mein Dingi da unter Umständen. Priester. Genau. Vielleicht gut, wenn man Truppen hätte. Lege. Vulome. Pani.
Okay. Dann gucken wir, ob wir den hier vorne raiden gehen können mit dem einen. So, wir haben Besuch. Ja, ich wollte mir den Typ da gerade holen, aber bevor der jetzt hier vorne alles kaputt macht, kümmern wir uns da drum. Die sind aber auch eklig, diese Viecher, ne? Also vom Aussehen. Na gut, verbesserte Pfeile und so weiter. Dass du die verlangst. Nur Rissen Topiers Attack. Das ist auch schon mal was. Der Vogel ist tot. Genau, da oben kloppen wir uns jetzt durch. Zack. Ist, glaube ich, zu stark für uns. Nein! Okay. Also der Schwierigkeitsgrad ist um den Faktor 1000 schwieriger, als das, was ich eben gespielt habe. Das mal sicher. Aber ich mache auch alles super langsam. Ja, wir brauchen wahrscheinlich anti-mystisch, anti-fern. Na gut, ich bastel jetzt erstmal hier vorne in der Armee die ganze Zeit durchgehend. Popcap verbessern. Huch, nee, war schon zu Ende das Ganze. Genau, meine Flotte, die wird hier regelmäßig versenkt. Seed Ship hat er. Was war denn gut gegen Seed Ship? Das da. KI ist einfach schon überall unterwegs, okay. Ja, das ist jetzt, sieht nicht so gut aus. Die Hälfte von euch macht nichts, hervorragend. Ich stelle die Frage, ob ich mir es erlauben kann, hier unten Nahrung abzubauen. Aus Sicherheitsgründen. Wir gucken aber jetzt trotzdem mal, wie wir rausgehen auf die Map. Genau, können wir mal die ganzen Bötchen rausholen. Der kann ja nicht auf alles gleichzeitig schießen. Genau, da sehen wir auch schon sein Ding. Können die kämpfen? Nee. So, das ist Anti-Seed-Schiff. Er hat ja ein Mini-Katapult, das ist so ein Rambock, mit dem er zuschlägt, okay. Na gut, wir bauen die, ja. Die Truppe packen wir dazu, wenn wir das Meer erstmal erobern. Genau, nice. Naja, also wir machen mal da vorne ein bisschen Druck mit der Armee. Mal hier auf Kontrolle 5 und bringen wir das an die Front. Die neuen Truppen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll jetzt die Helden da wirklich sind. Gold. Okay. Ich hole jetzt mal ganz fies Nahrung hier raus, überall. Und hier vorne. Das nochmal. Genau. Rüstung verbessern. Quash und Heck. Ist wahrscheinlich nicht so wichtig, ne? Das ist ja nicht der Gegner. Genau, die Jungs auch nochmal dazu packen. Ja, also die Seeschlacht scheinen wir zu gewinnen. Ich würde gerne hier vorne gleich eine Festung bauen, dann müssen wir halt für aufleveln und dann arbeiten wir uns da langsam vor. Nochmal einen Held holen, vielleicht können wir die anderen Relikte holen, obwohl, waren die wirklich gut? Mal gucken. Da eine Rüstung. Müsste uns ja resistant to pierce damage, müsste uns wunderbar to pierce attacks. -15%, das kann sinnvoll sein, weil das ja eine war, der andere, der eben hatte. So, den Hafen haben wir auf jeden Fall erobert, das heißt, jetzt haben wir geklärt, wer hier Boss ist. Gut, dann geht's los, Combat-Ships. Also Aero-Ship unterstelle ich mal, dass er den Fernkampf kaputt macht, ne? Und da baue ich davon eine Reihe. Die kosten auch kein Vermögen, muss man sagen. Und dann gehen wir jetzt nochmal hier Fisch ernten. Genau. Und die ganze Armee sammeln. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Angriff mounten können. Da ist wieder so ein komisches Türmchen, dass der überall alles sieht. Guck mal, wie hier oben expandiert hat. Keine Ahnung, was der mit seiner kleinen Keule da will. Können wir mal einen Arbeiter nach vorne bringen und den vielleicht einbuddeln, den Gegner? Achilles. Genau, jetzt nicht an der Festung von dem kämpfen. Ich wollte nur gucken, ob ich da vorne Ressourcen von ihm wegmachen kann. Und dann bauen wir uns da jetzt eine Festungsanlage. Können wir das hier vorne einfach zubauen? Hauptsächlich, damit es schön aussieht. Wahrscheinlich kein Mikro dafür. Genau. Wie geht das mit dem Bauen? Gar nicht. Das kostet Gold. Warum kostet das denn Gold, die Wooden Wall? Okay, die kostet offensichtlich Gold. Ah, genau. Arbeiter töten. Meine Arbeiter, Soldaten haben gerade Selbstmord begangen, sehr gut. Genau, hier sind überall Arbeiter, die paniken so ein bisschen. Der hat jetzt das Relikt hier in der Hand. Das ist der.
Der ist super gegen Arbeiter, ich sehe das schon. Der ist ganz toll. Hast du ein Relikt in der Hand? Nee. Der leuchtet, glaube ich, immer, ne? So ein fröhlicher Kerl. Das da unten heißt nur, dass er die aufsammeln kann. Dann hat er wahrscheinlich hier der Radar schon genommen. Ja, lass mal nicht daran gehen, lieber. Na gut, weil es eh kein wichtiges Relikt, wie ich persönlich finde. Wir könnten auch das da nehmen, wenn wir wollen. Ja, ist ein bisschen Gold. Komm mal her, Achilles, oder wer warst du? Hast du keinen Streitwagen, du Nummer du? Achilles ohne Streitwagen. Ich glaube, wir sind hier vorne AFK die ganze Zeit. Das geht natürlich nicht. Hey, ein Regenbogen. Das ist ja hübsch, ne? Ich denke, ich brauche Gold und Popcap und alles. Das ist hier so ein dreckiger Turm. Genau. Ja, lass mal hier die Sicht von dem einreißen und das beschützen mit dem Goldding. Ja, das Gold kostet eine Mauer, eine Holzdingi zu bauen. Ist ja, also, keine Ahnung, finde ich komisch. Können wir mal so einen Dings bauen? Machen wir nochmal ein Goldding da hinten gerade. Popcap, kann ich noch Hütten bauen? Das machen die wieder nichts. Also wenn man es hier anmacht, dann machen die ja die ganze Zeit was. Ne? Ich mach's jetzt einfach mal an, damit die hier nicht die ganze Zeit AFK sind. Genau. Das war die letzte Hütte, die ich bauen konnte. Okay. Ansonsten bauen wir die da drumherum. Dann ist ja schon mal sichere Nahrung, man weiß ja nie. Aber eigentlich sollte ich Nahrung keine Probleme haben mit der Flotte hier. Oder so vermute ich. So, ich würde die ganz gerne patrouillieren lassen. Da sind sogar feindliche Schiffe. Ja, da ist er wieder, der Gegner. Genau, mir mal aushelfen. Die Arbeiter sollte ich eigentlich nicht mit markiert haben. Habe ich auch nicht. Dann ist die nächste Frage, wo sind die hin? Habe ich nicht eben Arbeiter dahin geschickt? Die sind jetzt weggegangen wegen dieser Automatik, ne? Genau. Das ist halt der Nachteil dieser Automatik dann. Also ich glaube, dass ich doch erstmal ohne versuche, mich zu gewöhnen an das Spiel. Aber wir brauchen definitiv das Gold zum Aufsteigen jetzt, ne? Und Holz haben wir ja genug, also das ist ja en masse hier. Haben wir jetzt zumindest Abwehrtürme, wenn wir schon kein Gold haben. So, der Krieg herrscht. Hat jemand Achilles gerade gesehen? Ich weiß gerade nicht, wo der ist, der Freund. Wir erobern die Meere zurück. Der müsste ja eigentlich hier vorne irgendwo stehen, ne? Irgend so ein Dude auf dem Pferd, in aller Regel. Na gut, 500 Gold brauchen wir. Ja, die sammeln halt aus irgendeinem Grund Holz, wie dumm, im Moment. Ja, die halt weggenommen von dem Ding, ne? Deswegen habe ich kein Einkommen. Ich glaube nicht, dass ich die Festung da angreifen kann. Ich gucke nur mal, ob der da vorne was baut. Ansonsten kann man Gold auch durch Handel hier bekommen, im dritten aber erst. Stirb. Genau, mal die neuen Soldaten hier auf den Übergang setzen. Ja, hat er noch nichts geholt, okay. Er hat überall diese Türme stehen, ne? Da läuft doch einer. Der sammelt wahrscheinlich Relikte oder sowas, vermute ich. Auf meiner Seite. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Hier noch abgefackelt, nice. Ja, ich finde meinen Helden nicht. Ich vermute, dass der es hinter sich hat. Wäre mein Verdacht. Irgendwann mal an irgendwas gestorben. Nee. Keine Ahnung. Dekton. So, Aphrodite. Da kann man die Gegner in Schweine verwandeln. Ich glaube, ich mache jetzt den hier vorne. Da haben wir die Underworld Passage bei Apollo. Und vor allem haben wir hier vorne Manticore. Ja. Der macht halt Flächenschaden. Und der ist mystisch. Das heißt, der müsste eigentlich diese Viecher, die wir eben gesehen haben, besonders gut abschießen. Genau, jetzt stehen die da alle AFK rum, die Jungs. Ich werde sagen, welche Ressourcen wir brauchen. Im Zweifel beten. Im Zweifel beten. Genau, da habe ich jetzt eben leider weggeklickt, weil ich besonders gut bin. Ja, noch versenkt die Bötchen. Treffsicher wie Sau. Der hat schon wieder einen Hafen gebaut.
Soll ich nicht die Patrouille haben, die sich darum kümmert? So haben wir jetzt ein Siege-Schiff. Juggernaut, ne? Siege. Ich glaube, ich schicke mal die Armee weiter hier raiden. So, genau. Gerne nochmal einen Scout bauen, dass wir ein bisschen besser die Lage bekommen. Ich denke, dass das so eine Fertigkeit ist, die ihr hier oben über diese Dinger holt, ne? Also damit diese Türme aufbaut überall. So, genau. Steady Income of Gold. Hades Vault. Da muss man aber erst Hades Vault für bauen, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich krieg das aber direkt. Also wenn ich das draufklicke, habe ich das anscheinend. Okay. Plus 2 Einkommen, nehme ich. Es gibt noch so ein Gebäude, was ihr ebenfalls bauen könnt. Deswegen dachte ich, das wäre das gewesen. Orakel, Line of Sight. Wo man sieht halt alles. User Interface des Gegners sieht man. Was? Apollo Increased Line of Sight. Das kostet nicht mal viel, ne? Das Orakel, das ist ja geschenkt quasi. Apollo allows you to temples to heal nearby allied units. Temple enables area heal Aktion. Ja, aber brauchen wir nicht. Das ist, glaube ich, vertretbar. So, ich würde jetzt ganz gerne trotzdem mal so eine Festungsanlage hier bauen. Tekton. Und dann wahrscheinlich ein Tor gleich da rein. Müssen wir mal gucken, wie man ein Tor baut. Machen wir einfach mal einen Angriff da unten. Dann können wir eine neue Truppe ausheben. Und ansonsten jetzt mal hier die Jungs verbessern. Genau. Train faster. Da, Apollo Imbus. Also da kriegen wir bessere Pfeile. Und dann können wir jetzt die Dinger hier bauen, die gegen Fernkampf ganz gut sind. Genau. 2 Popcap bräuchte das halt. Ja, wir haben ein Popcap-Problem. Train faster ist, glaube ich, egal für uns. Maximum Range. Genau, die machen das nebenbei, obwohl die Crew da an ist. Das ist ein ganz wichtiges Feature. Genau, Popcap holen wir gleich wieder. So, da haben wir den Garak. Man muss bei den Ägyptern aufpassen. Die haben so eine mystische Einheit, die Flächenschaden macht. Die geht dann ran und dreht sich, dann seid ihr tot. Und das Ding ist echt super tanky. Aber wenn der stirbt, macht er auch nochmal Schaden. Also, kannst du das mystische Flieder schnell töten? Geht so. Ja, die Truppe ist tot. Die ist tot, die Truppe. Versucht man das einzureißen und Futter dann an die Dings bringen. Geht er nicht irgendwie mit Ernten? So. Scouten. Ja, die haben meine Schmiede gesehen. Hier vorne sind übrigens diese Shades, ne? Die kommen, wenn man Soldaten sterben. Ich frage mich, ob die Popcap kosten, die Dinger. Kann man, glaube ich, nicht einsehen, oder? Naja, ich würde jetzt ganz gerne mal so ein Ding da unten mir holen. Ich habe jetzt hier eine Verteidigungsanlage. Genau, Build a Gate. Und dann machen wir hier Steinmauern draus. Einfach mal um zu gucken, wie schön es aussieht. Also wir haben jetzt ein Gate gebaut. Steinmauern kann man wohl nicht überall bauen. Noch ein Gate will ich nicht. Okay. Prostagma. Da laufen sie. Heavy Hoplite. Very nice. Genau. Meine Shades bringen wir auch mal nach vorne. Die Truppe sammelt sich hinter den Mauern. Machen jetzt hier ein Troja auf. So, wir haben 6000 Gold. Das ist wahrscheinlich ein bisschen viel, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir wirklich noch hier vorne mehr Soldaten brauchen. Chiron, einen Helden holen. Das kann ja nicht verkehrt sein. Also ich glaube, dass wir hier ein bisschen mehr Holz brauchen. Genau. Und ich wollte mit den Jungs... Der baut da... Ach nee, man baut den Oberlift anscheinend, okay. Wir müssen gleich mal was holen, was die Jungs tot machen, wenn die sowas wagen. Genau, also ich will jetzt hier vorne so ein Ding drauf bauen. Das wäre ein Wunder... Ist das nicht so ein Gebäude-Upgrade? Nee. Irgendwie baut man das sicher. Muss man gleich mal gucken, wie das geht. Ja, da oben müssen wir mal Soldaten hinbringen. Das sieht mir nicht richtig aus. Genau. Poro.
Malista. Esto. Ich will das irgendwie ausbauen da vorne. Isvoli. Prostagma? Ne. Tja, wie baut man das aus? Ich hätte gedacht, dass irgendeins dieser Gebäude hier, was man da drauf klatscht. Aber das sieht alles irgendwie nicht so aus. Markt, Armory. Doch, Town Center. Das war's. Und dann kann ich nämlich da mit dem Town Center. Ja, Holz fehlt. Kann ich einen Defense dahin bauen, ne? Für diese Punkte da vorne. Was gerade oben rechts wahrscheinlich ganz attraktiv ist. So, die Shades, die leuchten so komisch. Vielleicht wollen sie früh sterben. So, wir haben Krieg. Let's go. Ich werde einfach nebenbei wieder eine Flotte gebaut. Meine Patrouille ist wirklich atemberaubend gut gewesen, offensichtlich. Atemberaubend gut. Wohin sind denn die Shades gut? Melee Attack. Ah, okay, die haben 8 Pack pro Sekunde. Also doppelt so viel wie so ein Ding. Hol mal den Vogel da ab. Hat jemand meinen Helden wieder gesehen? Ach, der hat direkt dann alles zur Steinmauer gemacht, bis auf den Turm. to attack at range. Range Attack, was machst du? Signalfeuer, increase line of sight for all buildings. Das ist eher so ein allgemeines Upgrade dann, ne? Okay. Müsste man wahrscheinlich Micron so hinschicken. Brennen die jetzt ab, die Bötchen? Kann man die löschen? Na gut. Genau, was ich eigentlich wollte. Ich wollte das da oben ausbauen, um deine Defense hochzuziehen mit dem hier. So. Mal die ganze Truppe dahin bauen. Und dann machen wir gleich Belagerungswaffen und dann können wir in den Krieg hoffentlich gehen. Perch. Prosche. Ja, verteilen sie dann den Fisch. Der Fisch scheint rumzuschwimmen, ne? Was durchaus realistisch ist. Okay, kann man das schon die Defense hochziehen? Werden die das bauen? Nee, okay, dann nicht. Ja, mit den Helden muss ich, glaube ich, noch ein bisschen besser steuern. Genau, das Upgrade gilt für alle Türme hier. Das ist ja hübsch. Carrier Pigeon, increased line of sight of all buildings. Ja, gucken wir uns einfach mal an. Guard Tower, Hit Points and Attack. 40% mehr Schaden, die haben 2 Pfeile jeweils. Increase Range of Tower, cause Range Building to the Bonus Damage to Cavalry. Und Boiling Oil. Das ist ein Nahkampf wahrscheinlich, ne? Genau, hier mal den Hut, dann sind die Arbeiter besser. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ein Bötchen-Upgrade könnte sich vielleicht lohnen. Die Skilla, das ist so eine Art Hydra fürs Wasser anscheinend. Kann die sich nur im Wasser bewegen? Ich baue mal eine. Das wäre ja nochmal ein wichtiger Punkt vielleicht. So, da oben. Also man kann warten, bis der Angriff natürlich kommt, aber ich will es einfach mal machen. So, da haben wir die Sentinels. Nee. Jetzt bauen wir auf der anderen Seite einen Fortress gleich. Der wollte wieder einen Hafen bauen. Ich baue jetzt da oben Fortress und dann hat sich das. Hetimos. Prostagma. Pani. Vulome. Genau, und in dem Fortress kann man Katapulte bauen. Pani. Und dann versuche ich da oben ein bisschen aufzuräumen. Der ist einer tiefer gegangen, als er wollte. Pani. Lege. Die Hoplines. Das ist angeblich eine Linie. Okay, in aller Regel reicht das, wenn man das so macht. Prostagma. Pani. So. Lege. Dann machen wir hier einfach nur gerade. Defense, stellt euch da vorne hin und die bauen jetzt hier mein Fortress. Tekton. Auf dem Hügel. Das Ganze nennen wir dann Athen oder Sparta meinetwegen. Oh, Belagerungsmaschine. Kriegselefant. Wie tötet man am besten den Kriegselefant? Gut against Kavallerie. Jetzt ein Range Soldier. Da machen wir, glaube ich, die dabei. Ja, gib mal Gas mit dem Fortress hier vorne. Weil dann kann ich nämlich nochmal das bauen. Und wir haben ja auch die Punkte, oh, ist gerade cooldown.
Genau, den Heal hier machen. Wir können die Verstärkung schneller ranholen, wenn wir jetzt unseren Tunnel bauen. Die Frage, ob die das automatisch benutzen, das Ding. Können wir jetzt sehen, wenn die das produzieren, ob der jetzt da reingeht und die Abkürzung nimmt. Ne, machen die nicht. Und wenn ich jetzt einfach da draufklicke für die nächste Produktion, dann kommen die direkt hier vorne raus. Ne? Das ist so der Gameplan. Genau. Jetzt geht's los, mein Freund. Nimm das. Schießen die jetzt da raus aus dem Fortschritt? Drei Projektile haben die. Ich weiß leider nicht, ob die da rausballern oder nur in Sicherheit gehen. Genau, die verlieren auf jeden Fall DPS, also von da schießen wir wahrscheinlich schon raus. Lass es mal reparieren, das Ding. Ach ganz? Okay. Ja, also offensichtlich gibt es auf jeden Fall mehr Schaden. Vielleicht nicht mehr Pfeile, aber mehr Schaden. Du schießt nicht gegen mein eigenes Gebäude, oder? Okay. Genau. Hat das jetzt hier funktioniert mit dem Ding? Es klappt, oder? Der ist sofort dann in dem Gebäude. Ich warte noch gerade ab, wenn wir es angucken. Ich glaube, der ist aber sofort da drin und kommt auf der anderen Seite raus. Zack, genau. Also so klappt es wohl und dann stehen die hier unten. Und jetzt versuchen wir das Ding zu verteidigen. Meine Türme haben sie schon abgerissen, okay. Die Arbeiter schießen weiter raus. Jetzt grinden wir uns da durch. Wotze. Da war irgendwas in der Ecke. Ah, die machen schon die ganze Zeit gar nichts mehr. Auch hervorragend. Jede Zeit aller. Ja, Artemis, mehr Fernkampf, ne? Wird das hoffentlich sein. Ist einfach mal schnell geklickt. Ansonsten. Marktplatz. Und dann lassen wir das handeln. Je weiter weg das ist, desto mehr Knete soll das bringen, hatte ich gelesen. Marktpenalty, genau. Hatte ich angeklickt, ne? Und jetzt sollten die eigentlich nonstop da einen Handel hochziehen. In der Backline. Ja, geht um Nahkampf. Gute Idee, Katapult. Grundsolide. Okay, was kannst du hier bauen? Draft Horses. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine beste Lösung da ist. Kann man denen sagen, wo die, genau, wenn die neu rauskommen, sollen die bitte an die Front gehen. Ich bräuchte halt jemanden, der gezielt die Dinger rausnimmt. Genau. Ist ja dumm, dass man da direkt dann reingeht. Hätte ich selber angeklickt, glaube ich, in Option. Wenn ich extra reparieren klicken muss, mich schneller reingehen. Ja, ja, wie reißt mir das jetzt hier ein? Ah, das ist mein Nessie. Kann leider nicht weiter raus. Macht ihr eigentlich noch was oder gibt es keine Fische mehr? Überfischen, als ob das ein Problem wäre. Schickt mal ein paar nach Süden. So, wie sieht das aus mit den Karawanen? Genau, hier gibt es dann nochmal Speed und mehr Knete. Ist nur eine Karawane gerade mal unterwegs? So, die göttliche Geschichte hier. Chimäre. Missions can breath fire on adjacent units. Das klingt doch gut. Und dann noch ein bisschen Bonus drauf. So, jetzt machen wir mal ein Feuerchen. Fortified Town Center. In der an der Front. Secrets of the Titan. Das geht für Godpower, that allows the placement of the Titan Gate. Was immer das auch macht, da kommt wahrscheinlich ein Titan dann raus. Buildings verbessert. Ah, jetzt kann meine Skiller kämpfen. Und kriegt halt mit mehr Kampf mehr Köpfe. Das ist wie die Hydra, halt wie so ein Wasser. Was zum? Die Krabbe. Kannst du in Wasser gehen? An Land gehen? Du bist so eine Krabbe, oder? Unterseeboden. Ja, nicht an Land gehen. Ich hab Bock mehr zu kämpfen. Ja, der holt leider meine gesamte Armee jetzt immer wieder raus. Also offensichtlich müssen wir da nochmal nachjustieren. Genau. Dann sammeln wir jetzt hier eine neue Truppe. Heck haben wir ja. Genau. Haben wir unendlich viel Gold. Also eigentlich habe ich unendlich viele Ressourcen. Ich müsste nur unendlich viele Soldaten herstellen. Wäre jetzt mein Eindruck. Lass einfach mal eine Kavallerie organisieren, eine große. Und dann reiten wir einmal durch die Base und holen den gesamten Popcap. Kann ja nicht so schwer sein.
Da kann ich leider keine Defense draufbauen auf die Jungs. Kann man da noch mehr zustecken? Okay. Genau, hier gibt es noch Perseus. Petrifies Miss Eunice with Medusa. Ach, der hat diesen Kopf, den er vor sich her trägt. Ach, das klingt doch nett. Ja, das mit der Defense war wohl keine gute Idee. Kannst du dich irgendwie heilen? 47 Leben. Kannst nicht ins Gebäude gehen, ne? Hat halt schon 3 Köpfe, deswegen hätte ich ihn ganz gerne geheilt. Na gut, ist halt wie es ist. So, da sind die ganzen Karawanen hier vorne. Donkey. Die bringen halt Gold dran. Also Gold sollten wir dann unendlich haben. So, und jetzt geht's los hier mit dem Pferdchen. Gut against Kavallerie. Nee, also gegen Range Soldiers und Siege Engines. Ich will eigentlich die Siege Engines kaputt machen, dann die besseren Pferde. Und dann machen wir es auch direkt schneller, das Ganze. Genau. Ich will einfach nur durchreiten, die ganze Wirtschaft zugrunde richten von ihm. Und die Siege Engine holen, weil die ganze Zeit wie sowas hier, ne, aufräumen. Dem Ganzen will ich ein Ende setzen. Ja, wir haben ja Ressourcen, also ich müsste wahrscheinlich mehr Tekken und was nicht alles machen. Architekten. Ja, da unten haben sie ein paar mystische Wesen angesammelt. All die ganzen Shades machen da gleich einen Ausfall. Chimera. Chimera, da ist sie. Reitet er irgendwas auf seinem Rücken? Blaze. Kannst du mal schießen, aus Neugierde? Sweet. Diese Leben, wenn du da durchgehst? Nee. Okay. Dann lassen wir den jetzt mal hier so einen Ausfall machen. Ja, der Hafen hat ja keine Bedeutung mehr, ne? Und mit der Kavallerie, die inzwischen in Massen nicht an der Front steht, wieder Popcap aufgebraucht, ne? Regnet's? Ich habe Angst, dass das kein Freund ist. Rain, target enemy to make all witches on the map gather from farms faster. Castet bei Luxor. Das ist ein Zuschauer? Ach ne, ist der Gegner. Okay, nur ich richtig verstehe. Der Gegner sorgt dafür, dass meine Farben besser funktionieren gerade, oder? Das ist ja, was wir da gerade sehen. Den Helden an die Front bringen. Genau, einfach mal was totschlagen. Also ich habe halt Popcap-Probleme für die Kavallerie. Also da nehme ich jetzt einfach mal ein paar Arbeiter, weil wir auch Ressourcen haben und beenden die ganze Geschichte. So, eine Festung an die Front. Oder wir bauen ein Wunder einfach mal. Aber den Regen nehme ich noch mit. Ja, sonst bauen wir einfach ein Wunder da hinten. Mal gucken, ob das auch geht. So. Ah, meine Krabbe zum Arbeiten. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Kostet 200 Punkte. Ich wollte gerade sagen, sonst baue ich nochmal so einen Tunnel und hole alle neuen Truppen sofort an die Front. Das ist echt eine starke Tüte, vermute ich. Geil in die Belagerungstürme. Ich habe noch keine gute Kontrolle über meine Einheiten. Wahrscheinlich kann man das hier ein bisschen besser spielen. Auch, ne, wenn nicht alle zusammensteht, wenn der wie der gerade Flächenschaden macht, vermute ich. Ich wollte ja eigentlich mit der Kavallerie einfach durch die ganzen Arbeiter töten oder gezielt auf diese Flächenschadensgeschichte gehen. Also hier zum Beispiel, ne, auf das Flugvieh sicher gehen, wenn es irgendwie geht. Wenn hier wie ein Scheiß drauf bauen. Genau, machen wir mal die Arbeiter tot. Ein bisschen viel, okay. So, Festung steht. Lass mal fackeln. Genau, let's go. Alles, was kämpfen kann, an die Front. Weltwunder. Ich glaube, ich bin da aber durch, ne? Ich hätte gerne noch eine Kavallerie-Armee gehabt, aber das sieht nicht so aus, ob es klappt. Ein Erdbeben. Very nice. Ich mag Erdbeben, habe ich gerade beschlossen. Und du bist das Titan-Gate. Da kommt jetzt ein Titan raus?
Die wollen eh noch den ganzen Tag damit. Wie funktioniert das? Unleash a Mighty Titan. Ja, mach doch. Ah, der muss ausgegraben werden. Das heißt, ich brauche da jetzt Dorfbewohner. Ja, dann vergiss das Projekt. Mach das da. Dann buddeln wir den jetzt aus mit allem, was wir haben. Wollen noch irgendwo Arbeiter rumstehen? Genau, rumstehen ist das Schlüsselwort hier. Ich muss mal den Shortkey finden für untätige Leute. Da scheint es ja eine ganze Menge zu geben. Die Punkte aufholen. Genau, Nahrung haben wir ja. Ja, wohl Nahrung braucht man tatsächlich. Da genau, die machen alle nichts. Ihr geht beten. Und ihr geht einen Titan ausbuddeln. So, unsere Kavallerie. Ne, ist nicht fertig. Lass mal den Bau einstellen. Genau, einfach mal löschen das Ganze. Was hat das eigentlich gekostet? Es hat mich auch diese Blitze gekostet die ganze Zeit, ne? 4 Popcap. Aber ich habe das Gefühl, dass das durch sein könnte. Da ist ja nicht mehr viel beim Gegner. Da ist die Völkerwanderung. Ich meine, wenn ihr schon mal da seid, dann kann ich ja noch eine Defense hochziehen. So, ausbuddeln. Ich will den Titan eigentlich mal sehen. Das wäre noch schön. Ist ja dumm, dass man den ausbuddeln muss. Ja, also in dem Tempo dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen was. Hat auch irgendwie 2 Leisten, ne? Remaining Build Time. Hat auch ein bisschen was hin, ne? Und der Gegner kann es kaputt machen. Also Lebenspunkte ist wahrscheinlich... Also vielleicht hilft das ja, dass er es dann schneller aufbaut. Weiß es nicht. Genau. Ist das eigentlich PopCap, so ein Schiff? Ja. Das ist wieder Fisch. Ich meine, die Nahrung brauchen wir ja trotzdem. Also da ist ja nicht verkehrt, wenn die sich darum kümmern. Hier kann ich hier noch einen hinbauen. Ich will es ja nur lernen. Alles rein da. Also Erdbeben war auf jeden Fall witzig. Hier haben wir noch kein einziges Pferd bekommen, oder? Doch, da. Bronzeschwerter. Das sind also Hippoys, ja? ...12 DPS. Damage Multiplier against Ranged Soldiers. Okay. Dann lass mal gucken, ob wir der Truppe was machen können. Genau, helft einfach mal, den Titan auszubuddeln. Huch. Das hat mir eben immer die ganze Zeit nicht mitgenommen, ne? Der kann das ja mal weiterbauen, einer. Genau, einfach weiter reinschicken. So, da kommt meine Kavallerie. Vulome. Orthos. Schick, schick. Vulome. Ich will halt Arbeiter niederreiten, darum geht's mir im Moment. Pani. Vulome. Pani. Orthos. Pani. Das sind nämlich keine Arbeiter mehr. Vielleicht da oben in der Ecke. Ja, ja, es ist gewonnen, ne? Ganz klar. Ah, wir haben hier gleich unseren Titan. Das wäre schon schön. Einfach um ihn mal zu sehen halt, ne? Da sind die Arbeiter. Ja, solide. Läge. Huch. Titan. Jeden Moment soweit. Ah, Cerberus. Dachte ich, weil er 3 Köpfe hat. Aber der ist ein bisschen größer. Dann immer so ein Haus auseinander. Was kannst du denn Schönes machen? Titan Smash. Nein, 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 ich will den Titan hier das jetzt ausprobieren hier. Was ist denn das? Smash ist in Ground. Ach, das braucht Punkte oder was? Standing nearby enemies flying. Also das scheint mir ein gut zwingend zu sein. Wahrscheinlich müssen die Gegner dann dabei stehen. Wenn es welche gibt. Genau, und dann hat die Jotenmaschine Boni. Doppelt gegen Mystische, gegen Soldaten, 5-mal gegen Gebäude. Also scheint auch so ein Gebäude-Einreißpoint zu sein. Ja, das war's auf jeden Fall.
Also Ra gegen Hades. Also ich denke, dass Hades ein super Teamspieler sein könnte, ne? Wegen diesem Tor vor allem, aber auch wegen diesen Befestigungsanlagen, die man Mitspieler kurzfristig bauen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Helden auch sowas haben, die anderen Götter, aber da, was das für ein Wasserpferd. Aber das ist, glaube ich, etwas, was mir schon gefällt als Fraktion. Delfin oder so. Okay, ich bin weg. Ciao, ciao.